Das Wasser des Jersleber Sees glitzert in der Spätsommersonne. Die Gruppe, die hier Freizeitanlagen besichtigt, will keinen Urlaub machen. Im Gegenteil, die Gäste aus der Ukraine kommen aus der Gemeinde Schirocke. Sie sind hier, um sich über die Verwaltungsstruktur und die unterschiedlichsten Formen von Wirtschaftsförderung zu informieren. Schirocke liegt westlich der Industriestadt Saporischschja mit ihren 760.000 Einwohnern. Die Gemeinde umfasst 28 Dörfer, hat 20.000 Einwohner und so eine relativ ähnliche Lage zu einer nahen Großstadt wie Barleben. Die Europäische Union finanziert innerhalb eines Förderprogrammes einen Informationsaustausch, um ukrainischen Gemeinden zu helfen, eine effiziente Verwaltungsstruktur nach europäischem Vorbild zu schaffen. Und Barleben ist schon immer international aktiv und jetzt eben eine Zusammenarbeit mit einer ukrainischen Gemeinde, die auch touristische Aktivitäten fördern möchte. Und deshalb ist die zweite Station an diesem Nachmittag der Campingplatz am Rand der Kolbitz-Letzlinger Heide. Die Anlage ist riesig und die Saison fast vorbei, deshalb sind jetzt nicht mehr so viele Plätze belegt. Aber Organisation und die Infrastruktur wie Strom- und Wasserver- und Entsorgung können besichtigt werden. Die Gemeinde Schirocke hat viele Kilometer Flussufer am Dnieper und könnte so Wassersport organisieren und Erholungsgebiete ausweisen, Projekte, die Arbeitsplätze schaffen könnten. Das ist der zweite Besuch einer Delegation in Barleben und einmal sind deutsche Vertreter in Schirocke gewesen und die Zusammenarbeit nimmt konkretere Formen an. Es ist das dritte Mal, dass jetzt der intensive Kontakt zu den Verwaltungsorganen der ukrainischen Gemeinde stattgefunden hat. Was wollen die eigentlich erreichen? Was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass wir uns austauschen auf verschiedensten Gebieten, vorrangig auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung, aber auch auf dem Gebiet des Tourismus. Und wir wollen uns abgleichen, was gibt es für Möglichkeiten, Verwaltungsstrukturen effizienter zu gestalten. Glaubst du, dass das in der Ukraine auf fruchtbaren Boden fällt? Auf jeden Fall, weil wir haben gesehen, als die ukrainischen Kollegen jetzt wieder zu uns gekommen sind, sie haben schon sehr viele Ideen umgesetzt, die sie das letzte Mal bei uns mitgenommen haben. Es war sehr interessant. In unserer Gemeinde versuchen wir mit der Entwicklung in unserem Land Schritt zu halten. Die unterschiedlichsten Gesetze ändern sich sehr schnell und dazu gehört auch, dass wir an diesem Projekt der Europäischen Union teilnehmen dürfen. Die Gemeinde Barleben passt sehr gut zu uns, denn sie ist ein Beispiel für gute Verwaltungsarbeit. Dazu gehört auch Wirtschaftsförderung, angefangen bei Industrieansiedlungen bis hin zum Beispiel so einem Campingplatz. Нам показують различні об'єкти ведення бізнесу. От зараз ми знаходимося в прекрасному кемпінг-парку. Letzte Station an diesem Tag, die Kolbitzer Heide Brauerei, ein mittelständisches Unternehmen, das Regionalkultur als Firmenphilosophie für sich festgelegt hat. Die Gäste zeigen sich beeindruckt von der Ordnung und Sauberkeit auf dem Firmengelände. Die modernen Anlagen, mit denen hier verschiedene Biersorten hergestellt werden, sprechen für sich. Insgesamt sind die Ukrainer, es sind Verwaltungsmitarbeiter und Mitglieder des Gemeinderates, für eine Woche in Barleben. Und wie es sich gehört, darf natürlich auch vom Bier gekostet werden, bevor es weitergeht im eng gesteckten Zeitplan.